Der Strand Hyde Karte bei Kiel. Weites Meer, feiner Sand, aber leider hinterlassen hier auch manche ihren Müll. Wir tun heute was dagegen. Wir gehen heute Müll sammeln. Mit dieser Müllzange und diesem Glasschälchen. Los geht die Mülljagd. Sarah und ihr Team von Geomar haben untersucht, woher der meiste Müll an den Stränden kommt. Dafür haben sie immer wieder dieselben Stellen an denselben Stränden untersucht und verglichen. Immer zu verschiedenen Jahreszeiten. Und welchen Müll habt ihr am öftesten gefunden? Das kommt ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Im Frühling finden wir mehr Plastik als zum Beispiel Pappe oder Papier. Mhm. Und nach der Urlaubssaison im Herbst finden wir viel mehr Papier und Pappe als Plastik. Und das sind dann hauptsächlich so Sachen, die man am Strand dann direkt auch benutzt. So Einwegbesteck und Geschirr, aber leider auch Zigarettenstummel zählen dazu. Wir finden zum Beispiel ein Plastikseil, Taschentücher und Papierchen ohne Ende. Und ganz viel von denen hier. Und dieser Zigarettenstummel ist ja eigentlich ganz schön klein. Wieso musst du den jetzt mit aussammeln? Obwohl so ein Zigarettenstummel so klein und unscheinbar ist, stecken in einem Stummel bis zu mehrere tausend Giftstoffe. Und die wollen wir natürlich nicht im Meer oder in der Umwelt generell haben. Und das ist unsere Ausbeute bisher. Im Vergleich zu dem, was wir sonst finden, ist es, würde ich sagen, eher wenig. Das liegt aber auch daran, dass es in den letzten Wochen echt schlechtes Wetter gegeben hat. Dadurch waren weniger Leute am Strand und haben auch weniger Müll hinterlassen. Unsere Jagd nach Müll geht aber noch weiter. Denn es gibt nicht nur Müll auf dem Sand, sondern auch im Sand. Dafür müssen wir ein bisschen buddeln. Und was finden wir hier jetzt genau drin? Also hier jetzt im Sand gucken wir, ob wir Mikroplastik finden. Das kommt in den Sand, weil Plastik, diese großen Teile, die wir vorhin gefunden haben, hier am Strand durch physische Reibung, durch Windtransport, aber auch durch Sonneneinstrahlung in immer, immer kleinere Teile zerrieben wird. Und diese Teile sind irgendwann so groß oder so klein, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Aber sie sind trotzdem noch da. Um das Mikroplastik im Sand doch zu sehen, gehen wir ins Labor. Hier im Geomar in Kiel. Wir müssen erstmal Plastik und Sand trennen. Dafür schütten wir Kochsalzlösung auf unsere Probe. Der Sand bleibt unten und das Plastik schwimmt oben, wie das Bonbonpapier hier. Das muss ganz oft wiederholt werden und ist ziemlich kompliziert. Bis unsere Probe komplett getrennt ist, würde es zu lang dauern. Stattdessen schauen wir uns an, was Sarah sonst schon gefunden hat. Tatsächlich, mini kleine Plastikstücke, die sich im Sand versteckt haben. Das könnte zum Beispiel von kleinen Tieren verschluckt werden. Das ist nicht gut für die Umwelt. Was kann man gegen Mikroplastik am Strand tun? Also das Leichteste, was man machen kann, ist am besten erst gar nichts liegen lassen, was dann eventuell zu Mikroplastik werden kann. Und wenn man ganz engagiert ist und am Strand ist, möglichst viel Müll mitnehmen. Also, damit nicht mehr so viel Mikroplastik im Sand landet, nehmt alles am Müll mit. Oder noch besser, verursacht ihn erst gar nicht.